Kali? Oh Mann, wo ist dieser durchgeknallte Kran? Ich habe doch schon überall nach ihr gesucht. Vielleicht ist sie hier. Kali? Kali ist nicht hier. Hier sind nur Thomas und Diesel, was du bestimmt nicht erkannt hast unter dem ganzen Schlamm. Und darf ich fragen, was ihr hier macht? Irgendjemand hat uns in den falschen Tunnel geführt, direkt in eine Schlammkuhle. Ich dachte, ich hätte einen Piratenschatz gesehen. Jedenfalls seid ihr keine Schlammmonster. Ich muss jetzt weiter nach Kali suchen. Sie ist meine beste Freundin und wir sind zum Spielen verabredet. Viel Glück bei der Schatzsuche, Jungs. Viel Glück bei der Suche nach deiner Freundin. Okay, auf geht's, finden wir den Schatz. Das wäre mega cool. Kali, hallo, Kali, hallo. Bist du in dem Heuhaufen? Mann, ich bin's, Mia. Mir ist eine Schraube rausgefallen und in den Heuhaufen gerollt. Schraube. Danke, Sandy. Hä? Was ist? Habe ich etwa irgendwas im Gesicht? Hast du? Aber ich muss Kali suchen. Ist wie die Suche nach der Nadel im Bad, Heuhaufen. Die Suche im Bad? Ich habe einen Bad aus Heu. Na, großartig. Kali. Hallo, Percy. Hast du Kali gesehen? Nein. Und sie ist bestimmt nicht in einem von diesen Containern. Und woher willst du das wissen? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Kali sich in einem von diesen Containern vor uns versteckt? Das ist einfach albern. Percy, entschuldige, tut mir leid. Cranky, du hast mich gesalzwässert. Wenn salziges Meerwasser dich erwischt, sei sicher, es kostet dich dein Lack, denn schon bald hast du überall Rost. Salty, hast du was von Rost gesagt? Oh, Percy, sei ganz unbesorgt. Ich kriege immer zu Salzwasser bei der Arbeit ab. Ein bisschen Rost schadet nichts. Ich muss in die Waschanlage, um mir das Salzwasser abzuwaschen. Sonst fange ich noch an zu rosten. Also, falls du Kali suchst, wenn ich mich nicht irre, hat sie was von einer Jagd auf Krabbeltiere gesagt. Ja, was sonst? Kali liebt nämlich alles, was so herumkrabbelt. Wahrscheinlich sucht sie auf dem Rangierbahnhof nach Insekten. Dankeschön. Gern geschehen. Hierher, ihr süßen kleinen Krabbler. Kommt raus, wo immer ihr krabbelt. Hm? Obwohl ein Krabbeltier unter dem Stein sitzt? Na? Nein. Und unter dem? Nein. Unter dem? Nein. Und hier? Nein. Und hier? Ich hab dich, beste Freundin. Danke, Kali. Hübscher Arm. Wir sind mit der Arbeit fertig. Und ich hab gedacht, wir spielen jetzt was zusammen. Oh ja! Was ist denn? Entschuldige, irgendwo krabbelt ein Tausendfüßler. Ich sehe keinen. Ja, das ist manchmal richtig schwer, die zu entdecken. Hey, wir könnten irgendwas konstruieren, um ihn leichter zu finden. Eine super Idee. Das könnten wir zusammen machen. Wir könnten was Kreatives konstruieren. Ich liebe die Idee, etwas Nützliches zu schaffen. Nützlich und genial. Legen wir los. Also, was sieht hier nützlich aus? Und was sieht hier genial aus? Oh, das könnten wir vielleicht brauchen. Langweilig. Also, das ist auf jeden Fall genial. Ich kann das gebrauchen und das. Das müssen wir unbedingt einbauen. Ich kann das ganze Zeug gebrauchen. Und ich kann mein ganzes Zeug gebrauchen. Wir sind die Superbastler. Brauche ich nicht, brauche ich auch nicht. Genial und? Komplett genial! Fertig! Wir sind voll synchron! Als wären wir ein und dieselbe Lok. Und, weil wir uns beide so ähnlich sind, was
weiß ich, dass du von meinem Werk begeistert sein wirst. Tada! Hä? Hm. Wieso? Ha? Das ist super cool, Carly. Aber ich habe gedacht, dass wir zwei was Kreatives bauen. Das ist bloß eine Kiste. Nein, das ist nicht bloß eine Kiste. Mit der können wir die Krabbeltiere beobachten. Eine Krabbeltierkiste. Siehst du? Die Krabbeltiere krabbeln rein. Und durch das Vergrößerungsglas sehen wir sie super groß. Wir sehen sie ganz nah. Siehst du? Es funktioniert. Das ist ganz nett, aber mir fehlt der Pep. Meins hat Pep. Pep? Wozu braucht man fürs Insektenbeobachten Pep? Damit das Gebaute genial ist. So wie meins. Ich nenne es das Müllkrabbeltier, weil es ein Krabbeltier ist, gemacht aus Müll. Siehst du, manchmal ist Kunst auch zum Lachen. Okay, aber was macht denn deine Kunst? Machen? Es ist Kunst. Sie kunstet. Ach so, verstehe. Sandy, vielleicht sind wir uns einfach nicht einig. Unsere Vorstellungen von kreativ sind verschieden. Verschieden? Was? Niemals. Ich glaube, dass du und ich unter dem Begriff kreativ einfach nur nicht dasselbe verstehen. Für mich heißt es, etwas mit Spaß zu machen. Groß, bunt und seltsam schräg. Und vor allem mal über den Rand der Kiste hinauszudenken. Aber etwas Nützliches herzustellen macht Spaß. Das ist meine Meinung. Nützlich ist keine Kunst. Versuch's nochmal. Aber dieses Mal denk an Kunst. Kunst. Okay, das schaffe ich. Ja, super. Ich hab's. Aha, genial. Ich hab's geschafft. Darf ich dir präsentieren? Kunst. Das ist eine Bank. Ja, von der Bank aus sieht man alles. Da zieht die ganze Welt vorbei. Und das ist sehr schön. Ja, aber es ist eben keine Kunst. Wieso nicht? Versuch's einfach nochmal. Na, schön. Das ist Kunst. Das ist ein Wassertank. Ja, genau. Darin kann man jede Menge Wasser speichern. Weniger Wasser, mehr Kunst. Warum bin ich so glücklich und voll Elan? Ganz einfach, ich liebe es, die Pasta zu fahren. Ich liefer Päckchen fern und nah. Und alle sind froh, denn die Post ist da. Bei Wind, bei Schnee, bei Regenguss. Ich fahr bei jedem Wetter. Bei jeder Lieferung, da frag ich mich, was ist wohl drin im Paket für dich? Hört man meine Pfeife, weiß man schon, die Post wird sich heute für mich lohnen. Bei Wind, bei Schnee, bei Regenguss, ich fahr bei jedem Wetter fröhlich los. Ups, fast hätte ich jemanden auf meiner Postliste übersprungen. Yippie! Danke! Ganz ehrlich, ich liebe es, die Post auszufahren. Warum bin ich so glücklich und voll Elan? Ganz einfach, ich liebe es, die Post auszufahren. Neues Geräusch gemacht. Ah. Ich finde, das rockt. Hallo, Schafe. Hört mal. Die sind heute aber schreckhaft.
Sowas von schön. Hallo, Nia. Bitte nicht die Schmetterlinge verscheuchen. Die sind wirklich schön. Hast du schon mein neues Geräusch gehört? Wow, dein Geräusch war ganz schön laut. Aber cool, aber laut. Oh nein, es war doch aber hoffentlich nicht zu laut. Naja, jedenfalls für die Schmetterlinge. Dann suche ich mir einen Platz, wo es nicht schlimm ist, wenn ich laut bin. Viel Glück! Ui! Hier störe ich niemanden. Gordon, darf ich dir mein neues Geräusch vorführen? Hallo, Nia. Was ist denn los? Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Ich habe ein neues tolles Geräusch, aber es ist leider viel zu laut. Manchmal macht es aber Spaß, laut zu sein. Vielleicht schaust du dich besser nach einem Plätzchen um, wo sowieso Lärm gemacht wird. Das ist es. Gute Idee, Gordon. Ah, was machst du denn hier, Nia? Das. Wow, Wahnsinn. Nettes, lautes Geräusch. Das gefällt mir. Ha, nicht übel, Bulstrode. Da, wo der Regenbogen aufhört, was denkst du, wird dort sein? Was dort versteckt ist, das weiß man nicht. Aber mir fällt viel Cooles ein. Zum Beispiel ein Scheinwerfer, möglichst aus Gold. Hell funkelnde Räder, auf denen man schneller rollt. Da, wo der Regenbogen aufhört. Einen Moment, warte. Das sehen wir uns an. Also, die kleine Hütte ist da, aber wo ist der Regenbogen? Kommt er dir jetzt auch noch weiter weg vor? Ja, Connor. Irgendwie schon. Aber wir lassen ihn nicht einfach entwischen. Los, komm! Da, wo der Regenbogen aufhört, an diesem streng geheimen Platz. Hey! Was wird am Ende des Bogens sein? Sieh mal, sind das nicht Bahnschwellen? Die hier nichts zu suchen haben. Hey, Kana, dahin! Wir lüften das Geheimnis des Regenbogens gleich. Ein kleines Stück noch und wir sind unermesslich reich. Und ich weiß auch schon, was das Ganze größer und besser machen würde. Leih mir ein bisschen Dampf, Thomas. Willst du neue Sachen bauen? Ja, da kannst du mir vertrauen. Da muss das so pow und wow auf aus den kleinsten Sachen. Kannst du ein Kunstwerk machen? Worum es geht, ist Spaß. Unglaublich wichtig ist der Spaß. Huh? Wichtig ist der Spaß. Warte! Dafür braucht ein Bändchen Gummi. In ungeheurem Maß. Warum? Hier Glockenton, da Fruchtaroma, darauf ist Verlass. Denn wenn du was bauen willst, denk dran, super wichtig ist der Spaß. Also ich weiß nicht. Willst du was Neues bauen? Dann brauchst du nur Vertrauen und vor allem einen guten Grund. Denn auf den kleinsten Dingen kann schnell ein Sinn entspringen. Wenn du dich einfach auf den Ziel fixierst, ganz wichtig, es muss funktionieren. Ja? Es muss funktionieren. Ja! Sind Fenster im Container drin, dann steht der Tunnel schon. Ein Seifenpfad, ein Blubberbad, das ist meine Vision. Denn wenn du was bauen willst, denk dran, super wichtig ist Funktion. Du musst nicht traurig sein, wir können das immer noch in Ordnung bringen. Nicht wir, du. Ich habe deine Ideen abgelehnt, weil ich sie nicht kreativ fand. Dabei waren sie einfach nur anders kreativ. Ich mische mich nicht mehr ein. Leg los und schaffe funktionierende Kunst. Genial! Willst du was Neues bauen? Dann brauchst du nur Vertrauen und vor allem einen guten Grund. Denn auf den kleinsten Dingen kann schnell ein Sinn entspringen. Wenn du dich einfach auf den Ziel fixierst, ganz wichtig, es muss funktionieren. Ja? Es muss funktionieren. Ja! Sind Fenster im Container drin, dann steht der Tunnel schon. Ein Seifenpfad, ein Blubberbad, das ist meine Vision. Denn wenn
wenn du was bauen willst, denk dran. Super wichtig ist Funktion. Und fertig! Eine kreative und trotzdem funktionierende Waschanlage. Oh, ganz schön, aber... langweilig. Ja, aber wäscht sie auch? Genau das soll eine Waschanlage machen. Probiert es aus. Ja. Ja, juhu, auf Wiedersehen, du dämlicher Rost. Hallo, Glanz. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Ha, ich fühle mich wie neugeboren. Mein Bart ist weg. Endlich bin ich ihn losgeworden. Wuhu! Dankeschön, Carly und Sandy. Siehst du, Carly, alle sind begeistert. Dein Entwurf für die Waschanlage war viel, viel besser als meiner. Aber, habt ihr vielleicht noch ein paar von den Gummientchen? Es waren so viele, dass es ein bisschen unheimlich war. Aber sie waren auch lustig. Ja, und wie Diesel über die Achterbahnrampe gefahren ist, das sah so mega aus. Ja, das war auch mega cool. Und dieser Regenbogen-Erdbeerschaum, der hat mich nicht nur sauber gemacht, ich habe mich ehrlich gesagt auch super gefühlt, weil er so gut gerochen hat. Jetzt bin ich zwar schön sauber geworden, aber irgendwie fehlt was. Wartet mal, ihr meint, euch fehlt der Spaß beim Waschen? Aber wenn ihr weder wollt, dass sie nur Spaß macht, noch dass sie nur wäscht, denkst du das Gleiche, was ich denke? Das Projekt braucht deinen kreativen Spaß. Ja, und deine kreative Funktion. Und wenn wir es schaffen, dass beides zusammenkommt, dann wäre das eine super Kombination. So wie wir. Jetzt ergibt es Sinn, wenn wir Funktion und Spaß verbinden, denn nur so entstehen die wirklich guten Ideen. Denn tun wir uns zusammen, kann die Fantasie entflammen. Wir sind beste Freunde, weil wir unsere Unterschiede sehen. Eine Glocke muss nicht zwingend sein beim Waschen, gut, das sehe ich ein. Doch macht eine Fahrt durchs Kühle nass mit Gummientchen viel mehr Spaß. Was fehlt, hast du direkt bemerkt und gleich die Seife eingefärbt. Wenn dann der Regenbogen strahlt, macht sich ein Ölbad schnell bezahlt. Ja. Jetzt ergibt es Sinn, wenn wir Funktion und Spaß verbinden, denn nur so entstehen die wirklich guten Ideen. Ein Hauch von Beere in der Luft und ich bring noch Melonenduft. Ich liebe diese Achterbahn, bald kann jeder Loopings fahren. Jetzt ergibt es Sinn, wenn wir Funktion und Spaß verbinden, denn nur so entstehen die wirklich guten Ideen. Denn tun wir uns zusammen, kann die Fantasie entflammen. Wir sind beste Freunde, weil wir unsere Unterschiede sehen. Es ist bei allen Themen ein Geben und ein Nehmen. Dein Style ist toll, sieht super aus. Erst zusammen wird das Beste draus. Leute, es geht los. Bereitet euch darauf vor, geregenbogt zu werden. Und sauber. Und gegummientet. Und richtig sauber, weil dieser neue Lockreiniger definitiv der ultimative Lockreiniger ist. Es ist das Beste aus beiden Welten. Hier haben wir eine Vorwäsche, Seifenblasen, besonders große Gummientchen. Und Regenbogenseife, die wirklich reinigt. Das macht Spaß und es funktioniert. Yeah, total. Mega. Ich kann's kaum erwarten. Ich bin natürlich der Erste, der durch die neue Lockwäsche fahren darf. Diesel? Vielleicht sollte jemand anderes als Erster drankommen. Oder sogar zwei jemanden. Ganz genau. Ich und ich selbst. Diesel? Ich vermute, Percy hat die beiden gemeint, die sich diese fabelhafte Waschanlage ausgedacht und gebaut haben. Wer? Wir? Oh, ihr seid wirklich super lieb. Ich schätze, ihr habt es euch tatsächlich verdient, als Erste da durchzufahren. Okay, aber ich fahre dann als Dritter durch. Denkst du das Gleiche, was ich denke? Ja, ich glaube, ich denke das Gleiche. Dass wir Spaß haben werden. Und dabei auch noch sauber werden. Zwei völlig verschiedene Dinge, die trotzdem zusammenpassen. So wie wir. Jetzt geht's los. Die ist perfekt, weil wir sie auf die allerbeste Weise gemacht haben. Gemeinsam! Alle Maschinen, los! Hallo Thomas, du
Du hast auch eine Glühbirne? Ja, für den Leuchtturm. Ist deine für die Party im Hafen von Brandon? Ja, ich freue mich schon so. Und da wir denselben Weg haben, wie wär's mit einem Rennen? Wer als Letzter an der Quickdraw-Brücke ist, hat verloren. Diesel, die Glühbirnen sind zerbrechlich. Wir können kein Rennen fahren. Oh. Ich muss ihn einholen und warnen. Diesel, nicht so schnell, sonst gehen die Glühbirnen noch kaputt. Netter Versuch, Thomas. Du willst mich austricksen, um das Rennen zu gewinnen. Ich muss nicht tricksen. Ich gewinne auch so. Hey, das ist nicht fair. Das hat Spaß gemacht. Sagen wir unentschieden? Klar doch. Wir sehen uns auf der Party. Ich kann's kaum erwarten. Na, wer hat Lust zu tanzen? Ich hab Lust zu tanzen, aber... Was ist denn das? Das ist doch keine Tanzbeleuchtung. Das ist die Birne für den Leuchtturm. Sieht so aus. Wenn die Birne für den Leuchtturm ist... Da stimmt doch was nicht. Diesel und ich müssen die Birnen vertauscht haben. Oh nein, die Schiffe brauchen den Leuchtturm und wir können die Glühbirnen frühestens morgen wieder tauschen. Wenn wir die Glühbirnen heute nicht mehr tauschen können, feiern wir eben zur Abwechslung mal am Leuchtturm unsere Tanzparty. Also das nenne ich doch meine Party. Und auf geht's! Warte, mein rechtes Vorderrad ist locker. Ja, bei dir ist dein Rad locker. Was soll das? Keine Risse, Bolzen fest, nichts wackelt. Kein Problem. Dann wollen wir mal. Es ist ein weiter Weg nach Haurig. Ja, ich habe überhaupt keine Lust. Dann lass dir was einfallen. Thomas, ich glaube, eine Achse ist gebrochen. Mit einer gebrochenen Achse ist nicht zu spaßen. Ja, aber bei ihm sind beide Achsen in Ordnung. Oh, also, mein Dampfkessel hat ein Leck. Ein Güterwaggon hat keinen Dampfkessel. Stimmt, aber meine Stützen sind total überstützt. So was gibt es nicht. Keine Verzögerung mehr. Wir fahren jetzt los. Oh, heiliger Bolzen. Thomas, deine Kupplung ist locker. Das kann nicht sein. Darauf falle ich ganz sicher nicht nochmal rein. Aber dieses Mal ist es wahr. Oh, oh nein. Mir selbst die Schuld. Ich geb dir auch die Schuld. Aber schlimm. Aber das kriegen wir hin. Das glaube ich dir aufs Wort, Sandy. Es war falsch, so zu tun, als ob du kaputt wärst. Du hast doch angefangen mit deinem losen Vorderrad. Und du hast behauptet, dass dein Dampfkessel lecken würde. Güterwaggons haben keine Dampfkessel. Das nächste Mal. Lass uns einfach nach Harvick fahren. Ich hab's geschafft. Ich hab's durch das Bergwerk geschafft. Und das verdanke ich nur dem Glücksglöckchen von Percy. Ich bin ein echter Glückspilz, weil ich diese Glocke hab. Heute kann mir nichts passieren und meine Angst ist weg. Nichts hält mich auf, denn ich hab Percys Glocke im Gepäck. Ich bin ein echter Glückspilz, weil ich diese Glocke hab. Höhlenmonster, kaputte Schienen, ist alles kein Problem. Mit dieser Glocke ist es selbst im Bergwerk sehr bequem. Ich bin ein echter Glückspilz, weil ich diese Glocke hab. Percy hat sie mir geliehen für meinen Ausflug hier. Ich bin sein Freund, drum pass ich auf, dass ich sie nicht verliere. Ich bin ein echter Glückspilz, weil ich diese Glocke... Oh, oh! Das werden wir ja sehen. Wer als Letzter am Recyclinghof eintrifft, ist ein
Schlafwagen. Also, das will ich nicht verpassen. Los, kommt! Ich gebe Gas, ich lege los, denn meine Aufgabe ist groß. Hoch und runter, so schnell ich kann. Dieser Transport kommt sicher an. Ich gebe Gas, ich lege los. Gleich wirst du aber staunen, wenn ich wieder zu dir stoß. Ich lege los, weil man Versprechen halten muss. Wir geben Gas, wir legen los und schieben bis zum Schluss. Alles in Ordnung? Hier ist es noch dunkler als draußen. Ja, und das ist gut so. Ja, ich weiß, Geheimagenten lieben die Dunkelheit. Für Agenten ist die Nacht, denn niemand schöpft Verdacht in der Nacht ohne Licht. Nur die Sterne sind zu sehen. In der Nacht ist die Zeit für gute Ideen. In der Nacht ohne Licht hab ich manchmal Bammel. Doch mit dir merke ich, wie ich neue Kräfte sammle. In der Nacht ohne Licht, nur die Sterne sind zu sehen. Niemand schöpft Verdacht. Für Agenten ist die Nacht. Für Agenten ist die Nacht. Ist das Kunst? Das ist eine Lampe. Ja, sie kann ein ganzes Zimmer erleuchten. Sie muss kein ganzes Zimmer erleuchten. Sie muss einen künstlerischen Funken entzünden. Ich kapier das nicht, Sandy. Du baust doch die ganze Zeit nützliche Sachen. Wie dein Entquietscher zum Beispiel. Das ist Kunst. Dieser Haufen Schrott ist zu überhaupt nichts Nutze. Ich mach das wieder weg. Weißt du, die Kunst, die ich meine, die hat Stil. Und sie hat Pep. So wie das. Sandy? Tada! Ich nenne es Sandy Sandy, denn das ist Sandy, gemacht aus Sand. Es ist eine doppelte Sandy. Kapiert? Ich finde es schön. Es gefällt mir. Aber eigentlich kann eine Sandskulptur doch nur bröckeln. Ja, und mehr muss sie auch nicht können, denn das ist Kunst. Okay, und warum kann Kunst nicht auch nützlich sein? Nützliche Dinge sind schön und unglaublich. Also sind sie alles, was Kunst auch ist. Und sie sind nützlich. Oh, Sandy, Carly, wir haben ein echtes Problem. Ja, du sagst es, Thomas. Sandy und ich haben schöpferische Differenzen. Wir können uns bei einem gemeinsamen Projekt nicht einigen. Wow, wirklich? Aber ihr zwei seid euch doch immer einig. Ja, eigentlich schon. Also das Problem müsst ihr später lösen. Die Lokwaschanlage ist kaputt. Wir brauchen eure Hilfe. Endlich was, was wir gemeinsam machen können. Ja, da hast du recht. Dann fahr voraus, Thomas. Oh, das ist ja super toll. Sandy und Carly sind am Start. Die Waschanlage ist gerettet. Ja. Yeah. Was ist denn los damit? Wir haben dummerweise versucht, sie irgendwie alle auf einmal zu benutzen. Und jetzt ist es so, dass sie nicht mehr schäumt, spült und trocknet, wie sie es eigentlich soll. Das Gute ist, du bist dein Heubad los. Was eher blöd ist, du hast jetzt einen Schaumbad. Aber der duftet wenigstens lecker nach Erdbeeren. Ja, das war's. Leb wohl, grüne Farbe.
Und hallo, Rost. Sandy, Carly, da fällt mir ein. Wolltet ihr beiden nicht irgendwas zusammen machen? Eigentlich schon. Wollt ihr nicht eine Lokwaschanlage entwerfen? Das ist eine super Idee. Bitte, oh, bitte, oh, bitte macht, dass sie funktioniert. Also wir sollen sie wieder reparieren? Und wer weiß, vielleicht könnt ihr sie sogar verbessern, dass Waschen Spaß macht. Ihr wollt eine Lokwäsche, die Spaß macht? Wir entwerfen eine neue Lokwaschanlage. Mit Einschäumen und Spülen und Trocknen, die groß ist und bunt und Spaß macht. Und wir entwerfen sie gemeinsam. Seid unbesorgt, meine lieben, aber verdreckten Freunde. Carly und ich werden euch eine neue, verbesserte und lustige Waschanlage bauen. Und sie wird total gut funktionieren. Und sie wird total gut aussehen. Oh Mann, ich bin ja schon so aufgeregt. Ja, wir werden wieder sauber. Ich kann's kaum erwarten, Spaß zu haben. Ich werde euch so gut helfen, wie ich kann. Tausend Dank, Thomas. Dann folge uns zum Rangierbahnhof. Wow. Der Schlamm macht es einem schwer, voranzukommen. Wartet auf mich! Jetzt, wo wir unser Projekt haben, lass uns über den Entwurf sprechen. Alles klar. Ich stehe auf einen guten Plan. Thomas, du könntest etwas Dampf produzieren, damit wir einen Plan entwerfen können. Thomas? Thomas? Ich bin schon da. Kannst du uns wirklich helfen? Weißt du, du bist echt ziemlich verschlammt. Es ging mir nie besser. Außerdem brauche ich eine Wäsche. Klasse! Also dann legen wir los. Ich weiß genau, wie eine Waschanlage funktionieren muss. Wir brauchen auf alle Fälle einen Container. Durch den man durchfahren kann. Mit einem großen Fenster, damit wir sehen können, wer gerade drin ist. Und abschätzen können, wie lange er noch braucht. Wir benötigen einen Aufschäumer, um die Loks zu waschen und einen Schlauch, um sie abzuspülen. Und zu guter Letzt einen großen Ventilator zum Trocknen. Tada! Sandy, was meinst du? Sandy? Sandy! Entschuldigung, ich bin eingeschlafen, weil ich müde war. Nicht, weil ich deinen Entwurf, nicht so prickelnd fand. Aber es ist eine Waschanlage. Und sie ist dafür da, Loks zu waschen. Mehr nicht. Auch eine Waschanlage muss Spaß machen. Sonst wird sie niemand benutzen und alle bleiben viel lieber schmutzig. So wie Thomas. Entschuldigung. Ist schon gut. Wie heißt es so schön? Größer ist besser und noch größer ist noch besser. Und wer sagt das? Jeder sagt das. Und ich weiß auch schon, was das Ganze größer und besser machen würde. Leih mir ein bisschen Dampf, Thomas. Willst du neue Sachen bauen? Ja, da kannst du mir vertrauen. Da muss das so pow und wow auf aus den kleinsten Sachen. Kannst du ein Kunstwerk machen? Worum es geht, ist Spaß. Unglaublich wichtig ist der Spaß. Huh? Wichtig ist der Spaß. Warte! Dafür braucht ein Bändchen, Gummientchen in ungeheurem Maß. Warum? Hier Glockenton, da Fruchtaroma, darauf ist Verlass. Denn wenn du was bauen willst, denk dran, super wichtig ist der Spaß. Also ich weiß nicht, braucht unsere Waschanlage das alles? Ich glaube nicht, dass sie so funktionieren wird. Wisst ihr was? Ich glaube, sie hat recht. Wir brauchen mehr Gummientchen. Genau! Na schön, wenn es funktioniert und nur wenn es funktioniert, bin ich dabei. Ich wusste, dass du es kapierst. Na los, fangen wir an! Also erstmal den Container. Ich habe gehört, Tess hat gerade eine große Lieferung bekommen. Vielleicht gibt sie uns einen ab. Also Tess ist manchmal ein wenig geizig mit ihren Containern. Sie wird uns einen geben, wenn sie hört, was wir für ein lustiges Projekt planen. Und los! Wir treffen uns dort. Und was genau habt ihr mit meinem Container vor? Wir wollen eine Waschanlage bauen. Dafür braucht ihr Quäntchen, Gummientchen in ungeheurem Maß. Hier Glockenton, da Fruchtaroma, darauf ist Verlass. Das klingt aber nicht nach einer Lokwäsche. Das klingt vielmehr nach Rummelplatz. Es soll Spaß machen. Ja, ganz genau.
Es tut mir ja echt leid für euch, aber diese Container sind viel besser hier bei mir aufgehoben. Ach so? Was hast du denn mit den Containern vor? Ich mag's einfach am liebsten, wenn sie in meiner Nähe sind, okay? Alle Maschinen los! Und ich fahr nach Wicker's Town. Oh nein, Enten auf den Gleisen! Meine Ladung! Puh, nochmal Glück gehabt. Achtung, ein Zug fährt durch. Tut mir leid, aber das Zeug muss unbedingt nach Wicker's Town. Zeit zum Weiterwatscheln. Ich hab's nämlich eilig. Enten, von den Gleisen runter. Ach nein, schön wie ihr wollt. Dann werde ich euch eben von den Gleisen hupen. Also weg mit euch, los! Guten Morgen, Mia. Ihr habt Glück, bei Rot muss ich halten. Aber wenn es grün wird, dann muss ich wirklich los, runter vom Gleis. Moment, es kitzelt. Ah, es ist rot? Na toll. Mia, es ist jetzt grün. Hör auf mit den Enten zu spielen und fahr endlich los. Wirklich witzig. Lass mich hier sofort raus. Oh, tut mir leid, ich muss weiter. Aber ich muss dringend nach Wicker's Town. Dann habe ich den perfekten Plan. Das ist also dein perfekter Plan? Ja, du bist süß, aber das kitzelt ganz toll. Das halte ich nicht lange auf. Das macht Spaß. Was machen wir eigentlich? Wir suchen Schmetterlinge. Oh, ich liebe Schmetterlinge. Sie sind so zart, aber trotzdem flattern und fliegen sie. Ja, genau. Und im Moment bin ich auf der Suche nach dem Sodor-Skipper. Dem Sodor-Skipper? Ich dachte, wir suchen Schmetterlinge. Machen wir auch. Der Sodor-Skipper ist ein großer lila Schmetterling. Lila? So wie ich? Elektrisch! Hier sehe ich keinen. Aber da drüben. Er ist unglaublich schön. Sind ja ganz schön schüchtern. Vielleicht sind sie es nur nicht gewohnt, dass jemand so schnell an ihnen vorbeiflitzt. Das stimmt. Ich war langsamer. Oh, siehst du, der dort drüben ist lila. Ja, da ist tatsächlich noch ein Sodaskipper. Zumindest ist er da gewesen. Wer weiß, vielleicht hat er dich ja kommen hören. Ja, vielleicht war ich zu laut. Also, das heißt, wir müssen langsam fahren. Und leise sein. Sieh mal, da ist er. Wo denn? Ganz langsam. Ganz langsam. Und wir nähern uns vorsichtig, ohne dass er uns bemerkt. Oh, er ist wirklich so wunderschön. Ja, und vor allem so wunderschön lila. Kana, Achtung! Vorsichtig und leise wir auch sind, wir werden den Sodaskipper immer irgendwie verscheuchen. Aber es hat Spaß gemacht, nach ihm zu suchen. Einer sitzt auf deinem Kopf. Voll elektrisch. Das rockt. Wie sieht's aus? Kommt ihr mit der Waschanlage gut voran? Ich frag ja nur, weil ich anfange zu rosten. Ist schon gut, Percy. Hier läuft alles nach Plan. Außer, dass jemand leider beschlossen hat, seine Container für sich zu behalten. Ich nenne keine Namen. Aber wir brauchen die Waschanlage. Wenn ihr sie nicht schnell baut, bin ich bald verrosteter Schrott. Schrott? Das ist es. Ich wette, Mief hat Container. Und Glocken und Pfeifen und Gummientchen. Super, genial. Fahren wir los. Du bist ja immer noch da.
Weißt du, unsere neue Waschanlage sieht nicht nur total cool aus, sie funktioniert auch. Und du hast gesehen, wie dringend Percy eine Wäsche braucht, oder? Ja, er sah wirklich schlimm aus. Aber ob das wirklich funktioniert, ich meine, Gummientchen und fruchtige Düfte, das klingt irgendwie nach zu viel. Ja, finde ich auch. Aber ich werde dafür sorgen, dass die Waschanlage funktioniert. Denn nur darauf kommt es an. Willst du was Neues bauen? Dann brauchst du nur Vertrauen und vor allem einen guten Grund. Denn auch den kleinsten Dingen kann schnell ein Sinn entspringen. Wenn du dich einfach auf den Ziel fixierst, ganz wichtig, es muss funktionieren. Ja? Es muss funktionieren. Ja! Sind Fenster im Container drin, dann steht der Tunnel schon. Oh. Ein Seifenpfad, ein Blubberbad, das ist meine Vision. Genau. Denn wenn du was bauen willst, denk dran, super wichtig ist Funktion. Mehr habe ich nicht zu bieten. Und was meinst du? Naja, ich könnte wahrscheinlich auf ein paar Container verzichten. Vorausgesetzt, diese Waschanlage funktioniert auch. Oh, das wird sie. Hoffe ich jedenfalls. Danke, Tess. Sag's nicht weiter. Ich mein's ernst. Sag's bitte nicht weiter. Ich habe immerhin den Ruf, ein widerspenstiger Kran zu sein. Nicht, dass die widerspenstigen Waggons denken, ich wäre weich geworden. Ich werd's nicht verraten. Versprochen. Dankeschön. Fast geschafft. Die wollten zu Mief. Oh, der Schlamm wird langsam trocken und fühlt sich an wie Zement. Sandy, ich hab die Container. Nicht mehr lange und wir haben eine funktionierende Waschanlage. Du kommst wie gerufen. Stell dir mal vor, bei Mief lagen all diese tollen Gummientchen einfach so herum. Bulstrode hat sie mir gebracht. Er hat sie in der Bucht treiben sehen. Penelope liebt sie. Oh, sie ist bereit, sich von einigen für euer Kunstprojekt zu trennen. Ach, meine Kleine ist heute wieder so süß. Sandy, werden die vielen Gummientchen aus unserer Waschanlage dann nicht erschweren? Du weißt schon, zu waschen? Nein. Und selbst wenn, für ein ordentliches Waschen ist gesorgt. Zeig's ihr, Percy. Mal sehen, wir haben Pfeifen und Glocken, fettiges Fett und eine Achterbahnrampe. Und wie hilft irgendwas davon beim Waschen? Hm, wohl eher nichts davon. Aber Miefs Regenbogenseife schon. Ja, ich habe eine langweilige alte Seife genommen und sie lustig gemacht. Und das Beste ist, sie riecht nach frischen Erdbeeren. Na, endlich habe ich euch gefunden. Thomas, gut gemacht. Genau das haben wir nämlich gesucht. Der funktioniert auch noch. Danke, Thomas. Kein Problem. Ich tue alles für eine Wäsche. So, beste Freundin, wir sind zwar verschieden kreativ, aber ich glaube, wir haben endlich alles, was wir brauchen. Dann legen wir jetzt mit der Lockwäsche los. Da seid ihr ja. Wisst ihr, ich will jetzt endlich mein Schaumbad loswerden. Und ich warte auf den Spaß, der uns versprochen wurde. Und ich brauche die Wäsche, um nicht zu rosten. Es hat noch nicht angefangen, oder? Nein, keine Sorge. Du bist immer noch ganz grün. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Jetzt haben wir alles, um eine Waschanlage zu bauen, die funktioniert. Und um eine große Waschanlage zu bauen, die genial ist und Spaß macht. Fertig, Carly? Sowas von fertig, Sandy. Und jetzt macht's ja gut. Unglaublich wichtig ist der Spaß. Huh? Wichtig ist der Spaß. Warte. Dafür braucht ein Quäntchen Gummientchen in ungeheurem Maß. Warum? Viel Glockenton, da Fruchtaroma, darauf ist Verlass. Denn wenn du was bauen willst, denk dran, super wichtig ist der Spaß. Du hast sogar den Entquietscher mit eingebaut? Ja, wer will als Erster? Ich will! Die
Diesel sollte anfangen. Gute Idee, geheimnisvoller Fremder. Diesel wird anfangen. Wuhu! Das hat riesen Spaß gemacht. Aber sauber werden wir dabei wohl nicht. Okay, also keine Achterbahnrampe. Schlechte Idee für eine Waschanlage. Sterbe jetzt! Ich roll los und wasch endlich den Schlamm aus meinen Rädern. Ich komm und rette dich, Thomas! Also gut, dann eben ohne den Entquietscher. Komm her, du zusammengestückeltes Ding. Jetzt, wo die Waschanlage rampenfrei und ölfrei ist, wer möchte? Ich brauch nicht lange, ich will nur mein Schaumbad abwaschen lassen. Oh, alles klar. Ist gut. Dann fahr du zuerst. Ich werd schon nicht verrosten. Danke! Es wird wirklich Zeit, dass der Schaumbad abkommt. Ich kann doch nicht mehr länger warten. Ich muss endlich den Rost abwaschen. Percy, pass doch auf. Tut mir leid, Mia. Ich konnte nicht mehr warten. Was war das? Oh nein, da ist immer noch Rost. Und, ich bin total voller Gummientchen. Okay, ist nicht so schlimm. So viele Gummientchen! Ihr macht Witze. Naja, wenigstens schnuppert er lecker nach Erdbeeren. Nimm die Gummientchen weg! Ich komme ja schon, Percy! Ich schätze, dass du mich vor genau so etwas immer warnen wolltest, stimmt's? Meine Kreativität hat ein lustiges Kunstprojekt entstehen lassen, aber eine schlechte Waschanlage. Alle Maschinen los! Wenn du aus deinem Versteck springst und mich erschreckst, gewinnst du. Aber wenn ich es hinbekomme, dich zu erschrecken, gewinne ich. Darum heißt es auch, Verstecken mit Erschrecken. Also gut, aber ich fange an, okay? Fertig oder nicht, ich komme, um dich ganz schrecklich zu erschrecken. Überraschung! Ich hab gewonnen! Okay, jetzt bist du dran. Ich glaube, das ist ein Versteck, in dem Percy mich ganz sicher nicht finden wird. Überraschung! Entschuldigung, aber das Spiel heißt Verstecken mit Erschrecken. Ich liebe dieses Spiel. Im Lokschuppen wird Percy mich bestimmt nicht finden. Überraschung! Aber hier findet Percy mich nicht. Überraschung! So ein blöder Matsch. Jetzt ist Diesel bestens getan. Überraschung! Überraschung! Das sieht gut aus. Das perfekte Dieselversteck. Überraschung! Aber dieses Mal wird er mich nicht erschrecken. Dieses Mal werde ich ihn erschrecken. Glück gehabt! Überraschung! Diesel? Das war total mega! Überraschung! Drachenzug los! Hört, hört, ihr, da kommt mal dran. Edle Ritter, wir halten zusammen. Seht ihr diesen Berg, da muss ich hin. Bis ich oben angekommen bin. Jetzt hab ich getan, was ich kann. Mia, du bist dran, los, zieh den Drachen. Hört, hört, hört mal her. Anderen zu helfen, das gefällt uns sehr. Vorsichtig hinab, bis ins Tal. Denn zu schnell wäre nicht ideal. Jetzt hab ich getan, was ich kann. Kana, du bist dran, los, zieh den Drachen. Hört, hört unseren Sang. Wechselt ab, so kommt jeder dran. Aus dem Weg, jetzt ist es Zeit für ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Jetzt hab ich getan, was ich kann. Percy, du bist dran, los, zieh den Drachen. Rechts rum, links rum, hier und da. Nimm wie ein Ritter hoch zu Ross, hier. Hört, hört
dran. Ebene Ritter, wir halten zusammen. Ah, heute ist außer mir niemand auf den Schienen. So habe ich es am allerliebsten. Mama! Mama! Was? Mama! Ich bin nicht deine Mama. Du brauchst jemanden, der Federn hat und Kakao macht. Und Mama! Mama! Was? Mama! Nein! Nein! Mama! Du gibst einfach nicht auf, oder? Wie heißt du denn, Kleiner? Mama! Na gut, dann nenne ich dich ganz einfach Möwi. Hallo, Möwi. Ich bin Diesel. Jetzt sind wir Kumpels. Nächster Halt, der Hafen von Redhelm. Und da suchen wir... Mama! Ich bin echt nicht deine Mama. Eher sowas wie ein großer Bruder. Mama! Möwi, du musst einfach vorsichtiger sein. Mama! Nein, ich bin eher sowas wie ein super starker Onkel. Keine Sorge, Möwi. Hier werden wir deine Mama schon finden. Mama! Hallo, Diesel. Heute ausnahmsweise mit Fahrgast unterwegs? Ich bin auf der Suche nach seiner Mama. Mama! Tja, wie schön, dass er seine Mama gefunden hat. Sie werden ja so schnell erwachsen. Es ist schwer, wenn sie das Nest verlassen. Es war eine gute Tat, ihm zu helfen, seine Mama zu finden. Ja, ja, das ist wohl so. Dann mal auf zur nächsten Lieferung. Hä? Mama! Das Küken hat hier nichts zu suchen. Es gehört auf den Ententeich. Also los, Entchen. Ich bring dich nach Hause. Als Mama hat man nie Pause. Ja, ihr seid süß. Sky? Five! Bringen wir das Häuschen über die Ziellinie, mein Freund. Okay, geht klar, mein Freund. Hätte nie gedacht, dass ich mit dir mal dieselbe Strecke fahre. Aber als Team sind wir perfekt. Ich glaub, mir ist jetzt klar. Freunde gibt es überall, drum fahr ich neben dir. Zwei Partner auf dem Gleis sind wir. Bist du schlecht drauf und gerade dann ist dein bester Freund nicht da. Du musst nicht traurig sein, du bist nicht allein, dein neuer Freund ist schon ganz nah. Freunde gibt es überall, drum fahr ich neben dir. Zwei Partner auf dem Gleis. Bin froh, dass ich's jetzt weiß. Partner auf dem Gleis sind wir. Das ist es. Wir singen ihnen ein Schlaflied, damit sie wieder einschlafen. Den Versuch ist es wert. Mach die Äuglein tschu tschu. Kleiner Zug so brav. Thomas, wunderschön. Mach die Äuglein tschu tschu. Ruh die Räder aus und schlaf. Oh. Thomas, ich glaube, es klappt. Mach die Äuglein tschu tschu. Hast für heute genug getan. Musst nicht mehr weiterfahren. Sing weiter, Thomas. Wenn die Sterne am Himmel stehen, kannst du bald das Traumland sehen. Morgen musst du fleißig sein, drum ruh dich aus und schlaf schnell ein. Mach die Äuglein tschu tschu. Bist kuschelig zugedeckt. Mach die Äuglein tschu tschu, bis der Sonnenschein dich aufweckt. Denkst du das Gleiche, was ich denke?
Das Projekt braucht deinen kreativen Spaß. Ja, und deine kreative Funktion. Und wenn wir es schaffen, dass beides zusammenkommt, dann wäre das eine super Kombination. So wie wir. Jetzt ergibt es Sinn, wenn wir Funktion und Spaß verbinden, denn nur so entstehen die wirklich guten Ideen. Denn tun wir uns zusammen, kann die Fantasie entflammen. Wir sind beste Freunde, weil wir unsere Unterschiede sehen. Eine Glocke muss nicht zwingend sein beim Waschen, gut, das sehe ich ein. Doch macht eine Fahrt durchs Kühlen nass mit Gummi-Eckchen viel mehr Spaß. Was fehlt, hast du direkt bemerkt und gleich die Seife eingefärbt. Wenn dann der Regenbogen strahlt, macht sich ein Ölbad schnell bezahlt. Ja. Jetzt ergibt es Sinn, wenn wir Funktion und Spaß verbinden, denn nur so entstehen die wirklich guten Ideen. Ein Hauch von Beere in der Luft und ich bring noch Melonenduft. Ich liebe diese Achterbahn, bald kann jeder Loopings fahren. Jetzt ergibt es Sinn, wenn wir Funktion und Spaß verbinden, denn nur so entstehen die wirklich guten Ideen. Denn tun wir uns zusammen, kann die Fantasie entflammen. Wir sind beste Freunde, weil wir unsere Unterschiede sehen. Es ist bei allen Themen ein Geben und ein Nehmen. Dein Style ist toll, sieht super aus. Erst zusammen wird das Beste draus. Oh nein, also das ist ja eine schöne Bescherung. Hallo Gordon, ist alles in Ordnung? Nein, Thomas und ich haben den Auftrag, Bretter ins Bergwerk zu bringen. Aber mein Scheinwerfer ist gerade kaputt gegangen. Und ohne Licht kann ich nicht ins Bergwerk. Oh, vielleicht kann ich dir helfen. Bleib hinter mir. Ich leuchte dir den Weg. Danke, Nia. Aber bitte sei vorsichtig. Im Bergwerk kann es ganz schön gefährlich werden. Pass auf, Nia! Ein Ausreißerwaggon! Gordon, das ist dein Waggon. Mein Waggon? Auch das noch? Wir müssen ihn einholen. Wo müssen wir lang? Ja. Da ist er. Wow. Ich hab ihn eingeholt. Dranbleiben! Oh! Oh! Ich hatte völlig vergessen, wie schön die Kristallhöhle ist. Sie ist unglaublich. Ups! Oh. Im Bergwerk ist es ohnehin schon gruselig genug, Nia. Vielen Dank auch. Tut mir leid. Sollte nur ein kleiner Spaß werden. Dein Waggon ist irgendwo da drüben. Was war denn das? Einer von den Kristallen. Er leuchtet auf. Oh. Komm, Gordon. Die Kristallhöhle hilft uns, deinen Waggon zu finden. Tam, da. Ding, ding, dong, ding. Wow. Oh, da ist ja mein Waggon. Ja. Was macht ihr da? Ich tanze! Sieh mal! Das versuche ich auch! Das macht so viel Spaß, wir könnten alle vor Freude tanzen! Oh ja! Schnell. Ich kann sie trotzdem schlagen beim Rennen rund um Sordor. Kana hat gesagt, dass ich die Regeln machen darf. Was? Ehrlich? Das stimmt. Na schön, Kana. Eine Runde über ganz Sordor. Wer zuerst bei Percy ist, gewinnt. Also, ich bin soweit. Regel Nummer 1. Wir starten, wenn Percy los sagt. Also, wann starten wir, Percy? Wenn ich, los sage? Du hast losgesagt! Er darf die Regeln machen, denn sonst wäre ich sowieso viel schneller. Bis später! Wir sehen uns am Ziel! Oh, oh nein! Was stimmt denn nicht? Alles, was nicht stimmt, ist, dass du gewinnst. Jedenfalls bis jetzt! Ha, netter Versuch! Neue Regeln! Du musst leider die lange Strecke fahren. Überhaupt kein Problem. Hallo, wo hast du gesteckt? Neue Regel. Man darf nur auf den Rädern einer Seite fahren. Auf der Seite oder auf der? Neue Regel. Man muss rückwärts fahren. Diese, ich bin einfach viel schneller als du. Aber du bist stärker als ich. Also wie wär's, wenn wir einfach unentschieden sagen? Neue Regel. Der als Zweiter ankommt, gewinnt. Okay. Stärker bedeutet auch schwerer. Wow. Und schwieriger zu bremsen. Alles in Ordnung?
Ja, aber nächstes Mal geht's darum, wer von uns mehr Kraft hat. In Ordnung, aber dann bestimme ich die Regeln. Alle Maschinen los! Das war das letzte Paket. Ich bin so unglaublich müde. Verflixt! Ich muss ein Nickerchen machen. Vielleicht am besten gleich hier. Zu flatterhaft. Oh, zwischen den Bäumen ist es kuschelig. Dann mache ich mein Nickerchen am besten hier. Hilfe! Zu gruselig! Hier ist es schön sonnig. Keine gruseligen Geräusche, keine Schmetterlinge. Hier ist es perfekt. Zu ruhig. Oh, zu schaffig. Zu schläfrig. Was ist denn das? Ach, bloß ein Stinktier. Ein Stinktier? Stinkiger Stinktier! Stinkiger Stinktier! Was ist denn los, Percy? Ich suche nur nach einem geeigneten Ort, um ein Nickerchen zu machen. Mein Freund? Ich kenne den perfekten Platz. Für ein Schläfchen gibt es keinen besseren Ort als zu Hause.